Ja, nach allem, was ihr in Yazogur getan habt, glaube ich, dass die Bedrohung durch die Drublok vorüber ist. Um etwaige Nachzügler, über die ich stolpere, kann ich mich schon alleine kümmern. Aber ich darf nicht zu lange warten. Dalinir und meine anderen Wachen haben Bescheid gegeben, dass ich mich zur Stadt Sylvenar aufmachen soll. Ja, tut das. Gibt es sonst noch etwas, was ich für euch tun kann, Indenir? Ich möchte, dass ihr zu unserer Hochzeit kommt. Ihr habt euch eine Einladung verdient. Um sie zu erhalten, sucht nach mir oder Dalinir, sobald ihr in die Stadt kommt. Im Übrigen glaube ich nicht, dass wir das letzte Mal vom Bluthund gehört haben. Vielleicht trefft ihr unterwegs oder sogar in Sylvenar selbst auf seine Schergen. Oh, was für eine Ehre, Indenir. Natürlich würde ich sehr gern an eurer Hochzeit teilnehmen. Vielen Dank für die Einladung. Da ich mir der Gefahr nun bewusst bin, kann ich mich und die, die mich umgeben, vor ihr beschützen. Ich falle nicht zweimal auf denselben Trick herein. Wie kam es überhaupt dazu, dass sie euch gefangen haben? Die Drublok-Schamanen und die verräterischen Meutenmannen haben sich verbündet, um mir meine Kraft zu entziehen und meine Verbindungen zu den Bosmer zu kappen. Sie haben ein uraltes dädrisches Ritual eingesetzt, um mich zu überrumpeln. Das wird nicht wieder vorkommen. Ach, das hoffen wir, Indenir. Wisst ihr überhaupt, wer hinter eurer Entführung steckte? Ein mächtiger Hirsina-Anhänger, der als der Bluthund bekannt ist. Er will meinen Platz an der Seite der grünen Dame einnehmen. Er ist ein Bosmer. Ich spüre sein Leid. Und ich erkenne nun auch seine Wut. Das ist nicht sein erster Angriff. Steht mir bei und ihr werdet ebenfalls mit ihm aneinander geraten. Ja, nicht sein erster Angriff? Ja, das könnte bedeuten, wir könnten ihn noch einmal begegnen. Wohin wart ihr unterwegs, als ihr überfallen wurdet? Zur Stadt Sylvenar. Dort werde ich die grüne Dame heiraten und meine spirituelle Essenz mit ihrer körperlichen Kraft vereinen. Es ist ein Ritual, das in jeder Generation einmal stattfindet, und es wird sich schon bald ereignen. Meine Freundin, ich war sicher, ihr würdet kommen. Gut, dass ihr da seid. In Sylvenar ist nicht alles gut. Hallo Indenir, hier bin ich. Wieso? Was stimmt denn nicht in Sylvenar? Ich komme nicht in die Stadt hinein. Die uralten Schutzzauber und Wächter sehen mich alle als Feind. Ich könnte mir den Zugang erzwingen. Doch das könnte den Leuten von Sylvenar schaden. Das soll eine Feier werden und kein Krieg. Ich brauche noch einmal eure Hilfe. Natürlich. Ich kann die Stadt nicht betreten. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Dafür bräuchte es die Macht der... Natürlich. Die drei Geschichtenweber. Ihnen könnte das gelingen, wenn sie von jemand Mächtigem dazu gezwungen würden. Jemandem wie dem Bluthund. Na also, da haben wir ihn doch schon. Der Bluthund also. Ja, dieser Anbeter Hirsines möchte mich an der Handreichung hindern. Meine Späher haben seine Meutenmannen dort drunten in der Schlucht gesehen. Sie trugen Silbersplitter, die Magika verströmten. Könnt ihr ihnen diese Splitter entreißen? Sie sind der Schlüssel zur Stadt und zur Lösung dieses Rätsels. Ja, natürlich werde ich das tun. Ich besorge für euch diese Splitter. Ich glaube, diese Silbersplitter sind körperliche Manifestationen von Geschichten, die von den drei mächtigsten Webern der Bosmer erdacht wurden. Wenn ihr sie den Meutenmannen unten in der Schlucht wegnehmt, werden wir es mit Sicherheit wissen. Ja, Indenir, aber was ist mit dem Bluthund? Wir sind schon zuvor mit ihm aneinander geraten. Der Bluthund steckte hinter dem Ärger in Drabul und meiner Entführung und Gefangenschaft in Yazogur. Er möchte mich als rechtmäßigen Gemahl der grünen Dame ersetzen. Wir müssen ihn aufhalten. Zum Wohle des Volkes der Bosmer. Könnt ihr mir mehr über diese Silbersplitter erzählen? Wie ich schon sagte, sind sie Schöpfungen der drei großen Geschichtenweber von Sylvenar. Ich bin mir sicher, dass die Meutenmannen sie einsetzen, um die Schutzzauber der Stadt für die Machenschaften ihres Meisters zu missbrauchen. Sie helfen ihm dabei, mich von der grünen Dame fernzuhalten. Natürlich gibt es noch andere Verteidigungen. Ach, andere Verteidigungen? Welche Verteidigungen hat die Stadt sonst noch?
Neben den Schutzzaubern ist da noch der Wächter von Sylvenar, ein Elementargeschöpf, das die Brücke patrouilliert. Durch die gleiche Magie, die auch die Schutzzauber gegen uns wendet, wird er sich dazu getrieben sehen, sich uns zu widersetzen. Ihr müsst ihn besiegen, nachdem ihr die Splitter besorgt habt. Ja, werde ich gleich. Wisst ihr, wo die grüne Dame jetzt ist? Ich meine, ist sie in Sicherheit oder wo ist sie jetzt genau? Ich weiß nicht, aber sie muss in der Stadt sein. Wenn sie irgendwo anders wäre, würde ich ihre Anwesenheit spüren können. Ich fürchte, dass der Bluthund sie in eine ähnliche Falle gelockt hat wie die, in die ich in Yazogur hineingeraten bin. Vielleicht sind die Splitter Teil dieser Falle. Ah, dann denke ich, der Bluthund hat sie. Ruhe! Die Meutemannen befinden sich unten in der Schlucht. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass sie nicht hochkommen und das Lager des Sylvenars angreifen. Hallo, ich grüße euch. Ich habe dem Sylvenar gerade versprochen, dass ich nach besten Kräften helfen werde. Erzählt, wie ist die Lage hier? Verzweifelt. Wir brauchen unbedingt eure Hilfe. Der Sylvenar hat uns von einer Art mystischer Barriere erzählt, die ihn aus der Stadt fernhält. Ich kann sie zwar nicht sehen, aber die Meutenmannen, die dort unten in der Schlucht diese verdammten Silbersplitter tragen, sehe ich sehr wohl. Ja, genau, die suche ich. Der Sylvenar möchte, dass ich einige dieser Splitter für ihn besorge. Das ist gut. Wenn ihr Silbersplitter möchtet, dann könnt ihr durch die Schlucht zwischen hier und der Stadt gehen und sie einsammeln. Kommt diesen Weg wieder hoch, wenn ihr genug habt. Ich werde nach dem Sylvenar sehen und schauen, was ihr als nächstes tun müsst. Darf ich euch fragen, warum ihr nicht die Splitter besorgt? Ich schätze eure Zuversicht, aber ich bin nur eine Späherin. Ich helfe so gut ich kann. Wenn der Sylvenar sagt, dass die Barriere weg ist, werde ich euch in die Stadt bringen. Oh, schön, ich könnte jemand gebrauchen, der mich in die Stadt bringt. Dann wisst ihr sicher auch, wie ich in die Schlucht gelangen kann. Geht weiter den Abhang hinunter. Die Meutenmannen patrouillieren die Schlucht. Sie tragen diese Splitter und suchen nach Getreuen, die aus der Stadt entkommen sind. Sie machen sich jeden zur Beute, der auf der Seite des Sylvenars steht. Habt ihr die Silbersplitter? Gut, haltet sie bei euch. Ich weiß nicht, wozu sie gut sind, aber sie müssen wichtig sein. Vorher müsst ihr allerdings den Wächter Sylvenars besiegen. Er patrouilliert die Brücke zwischen hier und der Stadt. Ja, ich habe die Silbersplitter. Ach ja, da ist ja dieser Wächter noch. Wisst ihr irgendetwas über den Wächter? Er ist keine böse Kreatur, sondern nur ein gebundener Geist, der mit den Schutzzaubern der Stadt verbunden ist. Ihn zu zerstören würde ihn nicht komplett vernichten. In der Tat wird er sich kurz später neu formen. Aber es wird kurzzeitig die Verbindung zu den Schutzzaubern unterbrechen. Ah, wenn es nur kurzzeitig ist, was bringt es dann? Es gibt dem Sylvenar die Möglichkeit, eine Projektion von sich in der Stadt erscheinen zu lassen. Vergesst nicht, der Sylvenar ist die spirituelle Essenz der Bosme. Wenn es ihm gelingt, seine Essenz auf die Stadt auszuweiten, kann er dabei helfen, die Schutzzauber aufzuheben. Aber ihr werdet immer noch die Geschichtenweber brauchen. Aha, verstanden. Wo kann ich die drei Geschichtenweber finden? Wisst ihr das? Sie sind irgendwo in der Stadt. Der Sylvenar kann sie aufgrund der bestehenden Schutzzauber nicht spüren. Aber sobald der Wächter besiegt wurde, sollte er seine Wahrnehmung auf die Stadt ausweiten können. Wenn auch nur kurz. Schnell! Ihr habt den Wächter besiegt, aber er wird bald zurückkehren. Ihr müsst in die Stadt gelangen und die drei Weber finden. Ja, die sollen in der Stadt sein. Könnt ihr mir genau sagen, wo sie sind? Ich spüre, dass sie irgendwo in den Bäumen in der Stadt festgehalten werden. Die Bande Hirsines umfangen sie. Deshalb könnt ihr nicht direkt zu ihnen gehen. Ihr werdet erst mehr über die Weber und ihre Gefängnisse erfahren müssen, um sie befreien zu können. Also, um sie befreien zu können, müsste ich erst mehr über sie wissen. Was könnt ihr mir denn über sie erzählen? Alles, was ich weiß, sind ihre Namen. Weberin Einrel, Weber Karlin und Weberin Dotril. Dies ist mein erster Besuch in der Stadt. Und bis zur Handreichung ist meine Verbindung zu den Bosmer noch brüchig. Ich weiß, wie ihr mehr über die drei Geschichtenweber herausfinden könnt, aber es wird gefährlich werden. Ach, ich riskier's.
Sagt es mir. Befragt jene, die sie gebunden haben. Die Hexen der Meutenmannen haben mit ihrem Meister zusammengearbeitet, um ein besonderes Gefängnis für jeden der Weber zu erschaffen. Zwingt die Hexen, euch alles zu sagen, was sie über die Bindungen und die Aufenthaltsorte der drei Geschichtenweber wissen. Aha, alles klar. Also, ich werde alles von ihnen erfahren, was ich kann. Sobald ihr mehr über die drei... Ich verschwinde von hier! Seid gnädig! Bitte! Ich werde euch helfen! Bitte! Tötet mich nicht! Ihr versteht das nicht! Doch, ich verstehe das schon. Ich habe gehört, ihr und eure Freunde hättet die drei Geschichtenweber gefangen. Ihr sagt mir sofort, was mit ihnen los ist. Ja, aber wir haben ihnen kein Leid angetan. Bitte! Ich sage euch alles, was ich weiß, wenn ihr mich danach gehen lasst. Ich war dabei, als Weberin Einril die jüngste von ihnen geholt wurde. Ich kann euch davon erzählen. Versprecht mir nur, dass ihr mich nicht töten werdet. Ah, nicht so schnell. Ihr sagt mir erst, was ihr wisst, und dann sehen wir weiter. Weberin Einril ist die jüngste der drei. Sie hat sich so verhalten, als wüsste sie schon, wohin sie gebracht wird. Sie haben sie in ihrem Zuhause eingesperrt, inmitten all ihrer Naturtotems und sonderbar riechender Kräuter. Ah, das ist ja schon mal ein Anfang. Was könnt ihr mir mehr über die Bande erzählen, die sie halten? Ihre Essenz konzentriert sich ganz auf die Zukunft des Bosmer-Volkes, wie sie sie sieht. Natürlich glaubt sie daran, dass die Liebe zwischen der grünen Dame und dem Silvenar den Schatten des Bluthunds zerstieben lassen wird. Die genaue Lösung der Rätsel ist selbst uns unbekannt. Gut, ich habe genug gehört. Ich lasse euch am Leben. Verschwindet. Gebt Acht! Nein, es war nicht meine Schuld. Ihr könnt mich nicht töten. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich könnte euch lebendig die Haut abziehen. Was habt ihr mit den gefangenen Webern gemacht? Sprecht! Es war der Bluthund. Er hat uns dazu gezwungen. Ich sah, wie er Weber Kerlin gefangen nahm. Der Weber ist in der Blüte seiner Jahre und er hat den Bluthund wissen lassen, dass er ihm mit aller Macht die Stirn bieten wird. Ungeachtet dessen hat der Bluthund den Weber dennoch gebunden. In seinem eigenen Zuhause sogar. Wie wurde Weber Kerlin gebunden? Der Krieger Weber konzentriert sich auf die Gegenwart. Er sieht einen großen Kampf mit der grünen Dame und dem Bluthund, um sie zu ihrem wahren Herrn, dem Silvenar, zu bringen. Seine Bande sind mit dieser Sicht der Dinge verknüpft. Und der Weber beansprucht den Sieg schon für sich. Er lachte, als wir ihn gefesselt haben. Er lachte? Warum hat er gelacht? Der Geschichtenweber tat so, als ob er wüsste, was überall in Malabaltor vor sich geht. Er sagte dem Bluthund, dass eine Heldin auf dem Weg wäre und der Silvenar nicht mehr lange aus der Stadt ausgeschlossen bleiben würde. Könnte er gemeint haben, dass... Oh nein, er meinte euch. Ja, könnte sein. Gut, in Ordnung, ich habe genug gehört. Haut ab. Üffre möge euch segnen. Hört auf! Ich ergebe mich! Nein! So darf es nicht enden. Er hat es versprochen. Er hat es versprochen? Pff, die Versprechungen des Bluthunds kümmern mich nicht. Ich will wissen, was mit den Geschichtenwebern geschehen ist. Sprecht. Die Weber haben dem Bluthund Widerstand geleistet. Deshalb hat er sie in Bande gezwungen, die ihre eigenen Stärken gegen sie wenden. Er hat sogar Weberin Dotrie gebunden, die stärkste unter den dreien. Sie wird in ihrem Gefängnis noch viel älter werden, als sie ohnehin schon ist. So, wo ist Weberin Dodrill jetzt? Sie ist in ihrem Zuhause und sie hat kaum Notiz von uns genommen. Sie lebt in der Vergangenheit und sieht, wie sich Muster aus uralten Zeiten heute wiederholen. Muster? Wie enden diese Muster? Wenn die Bosmer überleben und der Bluthund tot ist. Sie sprach so, als ob es schon geschehen wäre. Sie sagte auch, dass jeder Geschichtenweber den Schlüssel für seine eigene Befreiung besitzt. Auch wenn sie ihn nicht selbst benutzen können. Bitte lasst mich gehen. Ich werde die Stadt für immer verlassen. Ihr könnt gehen. Verschwindet. Haut ab.
Ich spüre, dass ihr eure Aufgabe erledigt habt. Habt ihr die Meutenmannenhexen nach den Webern und ihren Banden befragt? Ja, das habe ich in der Nähe. Als ihr den Wächter bezwungen habt, habe ich noch einen weiteren Teil meiner Essenz in die Stadt projiziert. Ich habe etwas mehr über jeden der Geschichten Weber und seiner Bande erfahren. Sie werden durch Rätsel gefangen gehalten, die ihre Kraft aus der Essenz des jeweiligen Webers ziehen. Sind die Rätsel lösbar? Wisst ihr wie? Der Bluthund setzt Eileidensteine ein, um jeden der Geschichten Weber gefangen zu halten. Der Schlüssel für jedes Rätsel ist mit der Essenz des jeweiligen Webers verbunden. Doch ihr Geist selbst ist es, der die Barriere speist, welche mich aus der Stadt ausschließt. Löst die Rätsel, befreit die Geschichtenweber und hebt die Barriere auf. Ja, werde ich versuchen. Gibt es aber noch einen anderen Weg, die Barriere niederzureißen, Indenir? Ja, falls ihr es nicht schafft, eines der Rätsel zu lösen, erscheint eine Manifestation des Geists des entsprechenden Webers. Tötet ihn und die Barriere wird fallen. Aber zum Preis des Lebens eines der Geschichtenweber. Versucht, die Rätsel zu lösen und die Weber zu befreien, anstatt sie zu töten. Ach, Indenir, er kennt mich nur zu gut. Ihr wisst doch, dass ich versuchen werde, sie zu retten. Aber was die Rätsel angeht, die hören sich echt schwer an. Könnt ihr etwas genauer sein, was die Lösung dieser Rätsel angeht? Nehmt euch Zeit. Die Geschichtenweber arbeiten mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wahrscheinlich hinterließen sie Hinweise darauf, wie man die Rätsel ihrer Bindungen löst. Schaut euch jeden der Steine genau an und lest jedes Buch in ihren Unterkünften. Ich bin sicher, dass ihr alle nötigen Antworten finden werdet. Ich werde es versuchen. Also gut, ich bin bereit. Wo finde ich die Geschichtenweber? Jeder von ihnen hat ein Heim rings um den Stamm des großen Baums. Geht von hier aus weiter nach oben. Dann überquert ihr die Baumbrücken und klettert noch höher hinauf zu ihren Heimen. Durchsucht die Heime der Weber, um jedes der Rätsel zu lösen. Kehrt hierher zurück, sobald ihr ihre Bande durchtrennt habt. Die Zeit ist jetzt. Zeit ist unmittelbar. Der Klang der Waffen, das Geschrei der Sieger, die Trauer und Tragik der Niederlage. Das alles passiert jetzt. Die Welt besteht von Augenblick zu Augenblick oder überhaupt nicht. Die Vergangenheit, die Zukunft, nichts ist wichtiger als die Gegenwart. Ich bin immer frei, egal ob der Zauber des Bluthundes meinen Körper fesselt. Befreit mich von meinen Ketten, wenn ihr wollt. Im Wissen, dass das, was gerade passiert, das Wichtigste ist. Der Tod auch nur ein Augenblick in der Zeit und wenn er kommt, werde ich ihn erdulden. Die Fürstin steht allein, ihr Wille von Ritualen belagert. Der Krieger steht allein, seine Kraft von Lügen verspottet. Der Fürst steht allein, seine Herrschaft von Verrätern geraubt. Freiheit existiert, wie ich, in jedem Zustand. Aber meine Brüder,
Ihr müsst ihre Bande so oder so lösen. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit fließt wie ein Sturm und spült mit jedem Augenblick hinfort das Treibgut der Geschichte. Wenn wir flussaufwärts blicken, sehen wir das Wildwasser der Vergangenheit. So können wir die Unruhen der Gegenwart und die Strömungen der Zukunft voraussagen. Alles ist, wie es einst war. Ich war in der Vergangenheit frei und werde es in der Zukunft wieder sein. Ob ihr meine Ketten nun zerbrecht oder nicht. Der Silvenar war schon immer und wird daher immer sein. Zieht daraus Trost oder Angst. Tanzt den endlosen Tanz, o Kinder, und wirkt den ewigen Zauber. Lernt eure heiligen Riten, lasst Wissen in euch keimen. Die Meister der Magie, die Magier, sollen sie doch heilen. Der Silvenar und die grüne Dame werden für immer eins sein, so wie sie es immer waren. Unsere Geschichten haben sich nie verändert, obwohl einige völlig unerwartete Rollen gespielt haben. Die Zeit wird kommen. Die Zeit erstreckt sich vor uns wie die Äste eines großen Baums. Aber die Äste werden schmaler und die Blätter, die daraus sprießen, werden immer dünner. Ich habe versucht, die anderen Weber zu warnen. Gebe Ifrit, dass sie darauf gehört haben, denn ich wusste, dass ihr kommen würdet. Befreit mich von den Fesseln, die er erschaffen hat, und ich werde euch helfen, so gut ich kann. Tötet meinen Geist und der Silvenar kann noch immer obsiegen. Aber ich werde euch nicht mehr helfen können in der Zukunft, die sich vor euch erstreckt. Die Liebenden halten für das Gute Wacht. Der Schatten kommt nah, droht mit ewiger Nacht. Wir erwarten unser Ende im Turm der Drei. Und ihr schlagt für mich unsere Ketten entzwei. Die Bande der Weber sind gebrochen. Die Zukunft entfaltet sich vor uns. Schnell, der Silvenar wartet. Sorgt euch nicht um mich. Meine Geschichte entwickelt sich weiter.
Ihr habt es geschafft. Die Barriere ist schon fast zerbrochen. Als ihr alle Bande der Weber zerstört hattet, konnte ich spüren, wie sich die Energie auflöste. Ich bin fast durch. Sehr schön, Indinir. Aber was wird jetzt geschehen? Wir müssen den Bluthund stellen. Aber ich habe finstere Neuigkeiten. Der Bluthund hat irgendwie den Geist der grünen Dame in seinen Bann geschlagen. Deshalb waren die Schutzzauber, die mir den Zugang verwirrten, so stark. Sie ist in der Audienzhalle. Sie müht sich, den Schaden zu beheben, den ihr angerichtet habt. Den ich angerichtet habe? Indinir, was können wir tun? Gebt mir die Silbersplitter. Sie enthalten die Essenz der drei Geschichten der Weber. Ich kann sie benutzen, um den Zauber des Bluthunds zu überwinden, aber nur, wenn ich körperlich zur grünen Dame gelangen kann. Geht in den Audienzsaal und lenkt sie ab. Ja, und wie lenke ich sie ab? Vor allem anderen ist und bleibt sie eine Kriegerin. Sie wird die Instandsetzung der Barriere vernachlässigen, um sich euch zu stellen. Dann werde ich die Barriere durchbrechen können. Wenn der Bluthund sie erreicht, bevor ich es schaffe, daran wollen wir lieber gar nicht erst denken. Oh, was meint ihr? Gemeinsam werden die grüne Dame und der Bluthund ungeheuer stark sein. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass ich möglichst schnell in den Audienzsaal gelange, um euch zu unterstützen. Wenn ihr überwältigt werdet, dann sind womöglich ganz Silvenar und alle Bosmer verloren. Kämpft tapfer und kämpft gut. Ich tue mein Bestes in der Nähe. Also, wo ist die Audienzhalle? Nehmt die Leiter hier nach oben. Er ist über uns, hoch droben im großen Baum. Viel Glück, meine Freundin. Euch auch viel Glück. Ich könnte es wagen, uns zu bedrohen. Der Bluthund ist mein wahrer Gefährte. Ihr werdet euch nicht einmischen. Ich bin hier, Quering. Keiner kann jetzt unsere Vereinigung aufhalten. Grüne Dame, erinnert euch an den grünen Pakt. Kommt zu mir. Nein, wir gehören zusammen. Und auf nimmer Wiedersehen. Quering, seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Lasst uns die Zeremonie nicht noch länger hinauszögern. Der Schatten hat sich gelichtet. Zum ersten Mal seit vielen Monden gehört mein Geist wieder mir. Ich kann mein Schicksal wieder sehen. Ohne eure Hilfe hätte es der Silvenar nie zurückgeschafft. Ich hoffe, ich habe euch nicht verletzt. Ach, das geht schon. Ich erhole mich schon wieder. Keine Sorge. Ihr seid sehr stark, grüne Dame. Ich verkörpere die Stärke der Bosma. Aber gegen Hirsines Magie scheint sie nutzlos zu sein. Der Bluthund war einst mein teuerster Freund Ulthorn. Ich dachte, ich könnte ihn trotz allem irgendwie von seinem zerstörerischen Kurs abbringen. Ich lag falsch. Was ist mit ihm geschehen? Ulthorn hat mir vorgegaukelt, dass ich ihn zur Vernunft bringen könnte. Doch als Bluthund waren seine Worte von Hirsines Magie durchdrungen. Sie lockten meine urtümliche Seite hervor und mich verlangte nach der Jagd. Ich fühlte mich so, wie sich die uralten Bosma gefühlt haben müssen, vor dem Pakt. Wie war das? Fast so, als würden mir nur Blut und Töten etwas bedeuten. Ohne euch würde ich zu den Meuten Mannen gehören und unschuldigen Bosma nachstellen. Nur, dass ich noch mächtiger wäre als sie und aufgrund meiner Macht als grüne Dame andere dazu antreiben würde, sich ganz der Wildheit hinzugeben.
Wir müssen die Handreichung schnell vollenden. Gut, einverstanden. Was müssen wir tun? Holt die Handreichung zurück. Sie wurde in Talbacht gefertigt und für die Heiratszeremonie hierher geschickt. Zum Glück haben die Geschichtenweber sie irgendwo in der Stadt versteckt, um sie vom Bluthund fernzuhalten. Und von mir. Na schön, ja, das mache ich. Wo soll ich danach suchen? Schweren Anglied, die Anführerin der Jäger des Silvenars, sollte es wissen. Wenn man bedenkt, wie viel ihr uns schon geholfen habt, fällt mir niemand sonst ein, der diese Ehre mehr verdient hätte. Oh, es ist mir auch eine Ehre. Gut, ich werde bald wieder mit der Handreichung zurück sein. Wartet! Ohne dies könnt ihr nicht beginnen! Hätte ich nicht danach suchen sollen? Aber schön, wenn die Späherin selber kommt. Auch gut. Nehmt den Platz ein, der euch zusteht. Beim Blute, das wir verzehren, bei den Hügeln und Tälern, die wir beschützen, lasst den Geist des Silvenars und den Körper der grünen Dame eins werden. Vor Öffre und allen Versammelten, für diese Generation und für jene, die davor kamen und noch kommen werden, seid vereint. Ich habe genug gesagt. Geht und seid fröhlich. Das Handreichungsritual ist nur eine der vielen Zeremonien für diese Hochzeit. Schaut euch um, meine Freundin. Ohne euch wäre diese fröhliche Feier nicht möglich. Ja, so ist es. Ihre Vereinigung kündigte sich bereits lange vorher an. Bitte genießt die Gastfreundschaft hier in Silvena, solange ihr mögt. Auch wenn ich mir gewiss bin, dass eure Geschichte euch bald wieder von uns fortführen wird. Möge eure Geschichte niemals enden und stets abwechslungsreich bleiben. Ich danke euch. Viel Glück, Endenir. Und viel Glück, grüne Dame. Meinen Glückwunsch an euch, meine Freunde.